So, da sind wir wieder. Trinken habe ich ja soweit, aber das war wirklich nur Natur. Natur pur. Ja, das war ein kurzer Einblick in Richtung Adventure-Spiele. Und zwar Urschleim. Also es gibt noch eine Stufe, nee, zwei Stufen weiter vorwärts. Die sind top, die Spiele, aber eben halt, die lasse ich jetzt mal hier außen vor. Die kann man irgendwann später nochmal machen. Ja, Pausenbildschirm, ja. So wie es halt sein soll. Ist halt die Lulu-Zeit, wie man so schön sagt. Gucken wir mal, was haben wir denn noch? Ein Spiel, was ich gespielt habe mit meinem Cousin damals. Genau, das schüttelt so oft. Ist klar. Ein Spiel, mein Cousin und ich damals gespielt hatten, das war zu der Zeit, ich kann mich noch dran erinnern, das war zu der Zeit, glaube ich, 93, 94, DJ Bobo, I've got this feeling, Somebody Dance with Me war der Song, den spiele ich jetzt hier nicht. Da war dieses Spiel hier zu Hause, ich hoffe mal, das funktioniert hier soweit. Und das haben wir wirklich gespielt. Es ist aus, man sieht es, 1990. 4D Sports Driving oder Stunt Car Racer, nee, Stunt Racing, gab unterschiedliche Bezeichnungen für das Spiel im Laufe der Zeit. Und ich fand, diese Spiele waren schon für ihre Zeit sehr weit voraus. Das werden wir auch gleich sehen, warum. Denn in diesem Spiel konnte man sieht hier halt so eine schöne Strecke, konnte man seine Strecken doch tatsächlich selber bauen, die man haben wollte. Und ja, was soll ich sagen? Das war erstens für die damalige Zeit in meinen Augen absolut genial, also dass man hier, weiß ich nicht, die Häuser zusammenbauen konnte, die Strecken sowieso. Ich suche aber hier eine ganz wichtige Sache. Genau. Dass man zum Beispiel Loopings drin hatte, Tunnelsysteme, also wirklich eine Menge. Die nennen wir mal hier anders. So. So, das ist Default 2. Wir wollen wir nicht so. Suchen uns jetzt noch ein hübsches Auto dafür aus. Da gab es dann auch schon ein paar, die man dann spielen konnte. Ja, nehmen wir den hier. Den Porsche. So, und wir fangen mal an. Dieses Spiel ist so gut wie gar nicht mehr erhältlich. Was heißt so gut? Es ist gar nicht mehr erhältlich. Fasten your seatbelt. Und das war für, wie gesagt, für seine damalige Zeit. Da gab es andere Spiele, die sahen richtig grottig aus dafür. War es schon so weit, dass man hier schon dynamische Strecken fahren konnte und halt auch Loopings, also wirklich auch wow, Hindernisse. Warum splittet sich hier die Strecke? Keine Ahnung. Hindernisse fahren konnte, durfte und hatte Strecken sich zusammengebaut, mit denen man dann ja gegen Computer oder eben halt gegen andere menschlichen Spieler spielte. Man spielte hier definitiv oder konnte, wenn ich mich nicht irre, über Nullmodemkabel spielen. Ging das? Muss ich gucken. Nichtsdestotrotz, ansonsten, mein Cousin und ich hatten damals wirklich das Ganze zeitgleich gespielt. Also zeitgleich die Karte gestartet. Oh, bom. Und ja, letztendlich dann versucht, die Strecke so schnell wie möglich zum Abschluss zu bringen. Da ist ein Hindernis. Ja, da konnte man hier sogar, musste bloß aufpassen, dass man rechtzeitig wieder draußen unten ist. Jawohl.
und dass man hier nicht rausfliegt. Steilkurven und Bremsen. Ja. Na, wo sind wir? Und wenn ich mich richtig erinnere, konnte man sich dann auch noch das Gefahrene dann im Nachgang angucken. Das heißt, er hat es auch noch mitgeschnitten, aufgezeichnet. Und man konnte das dann als Replay komplett sich anschauen. Und wir sind wieder durch. Und wir haben einen Highscore, logischerweise. Entschuldigung, kleinen Moment mal. Da ist der Frosch im Hals. Ganz dolle. So, wie man es hier sehen kann, ich könnte jetzt einen kompletten Replay von dieser kompletten Strecke zu jeder Stelle, mehr oder weniger, spüren wir mal zurück, aus unterschiedlichen Perspektiven, zum Beispiel TV. Was, das ist zu retro? Das ist doch richtig geil. Wie gesagt, was man da schon machen konnte, das war herzallerliebst. Also das sprengte ja schon den Rahmen von vielen anderen Sachen. Ich weiß nicht, ich hab's hier im Regal. Und zwar, oh Gott, Stunt Island hieß das Spiel. Einfach mal googeln. Das haben Kumpels von der Schule und ich so Ewigkeiten gespielt, weil man dort letztendlich, das war so eine Mischung aus Simulation, aber man konnte das alles aufzeichnen und zusammenschneiden und neu vertonen in dem Spiel. Oh Gott, wann waren das? 95, 96 oder so. Hatte dann nachher eine Filmdatei, die man dann, also mit dem Grundpaket, das konnte man kostenlos nutzen und starten. Und konnte sich die Filme dann angucken, die man so produziert hat. Also das war ein richtig schönes Spiel. Jetzt so ohne jetzt großes Ziel, aber eben halt mit einem Mehrwert, um kreativ zu sein. Also man sieht es halt. Also ich finde es wirklich geiles Spiel. Also für 1990, wenn man bedenkt, das ist 25 Jahre her. Also ein Vierteljahrhundert. Also, okay, machen wir mal Stopp hier, so, Menü. Jetzt könnte man noch gegen Computerspieler fahren, die man sich hier rauspicken kann. Ich glaube, es sind die Entwickler. Herr Otto Parz, Smoking Joe Stalin, Cherry Chassis, Helen Wheels. Und die kriegt natürlich das schnellste Auto. Das da. Oh. Gucken wir mal. Ja, hast 92. Danke fürs Googeln. Es ist wirklich genial gewesen. Ich sammle das mal irgendwo zusammen. Ich finde da bestimmt auch noch was. Und kriegt es auch lauffähig. Das war damals ein bisschen schwierig. Ich glaube, auch nicht groß. 12 Megabyte. Aber für die damaligen Verhältnisse 12 Megabyte eine Menge gewesen. Uah. Fahren wir mal geradeaus hier. Aber es war ein tolles Spiel. Und man konnte wirklich sich kreativ auskotzen. Konnte man da auch Figuren? Ich glaube ja. Figuren konnten. Ach, sowas hatten wir ja auch noch nicht hier. So. Ampelverkehr. Aber im Prinzip die Technik basiert bei Stunt Island auf der gleichen Engine. Also was heißt Engine? So, jetzt habe ich nicht aufgepasst, da kam gerade eine Spam-Mail rein. Habe ich mich ablenken lassen. Jetzt wird der Computergegner gewinnen. Oh. Und rüber hier. Aber ich mag auch so Spiele, die einen gewissen Mehrwert bieten.
Also so banal hier vielleicht das als Simulation ist, aber dieser Mehrwert mit dem Erstellen von den Strecken, die Replays, die konnte man speichern permanent und sich später wieder angucken. Ja, das hatte schon was. Aus dem gleichen Hause gab es dann auch Spiele wie, wie hieß es, 4D Sports Boxing, wo man dreidimensional. Der böse Blick. Der böse Blick. Ja, wie habe ich ihn vermisst? Vor allem der Opening Time, DNF heißt für Did Not Finish, ja. Eieieiei. Was? Ja, Replay. Und das konnten wir, glaube ich, auch aus der Sicht vom Gegner, ne? Konnten wir das? Nee, konnten wir nicht. Gut. Das so erstmal als Brotherband, wer das vielleicht wissen möchte, kann auch mal googeln auf dem Amiga. Doch, das müssten sie gewesen sein, war Wings of Fury. Ein wirklich sehr schönes Spiel zur damaligen Zeit. So, Ben wieder auf der altherkömmlichen Art und Weise. Jetzt schweifen wir mal kurz ab. Ich hoffe, das geht. Ich empfand damals, gab es weitaus mehr von diesen Spielen. Ah, ich glaube, das müssen wir gleich nochmal einstellen. Mal gucken. Na, wer kennt das Zeichen? Das hat aber, also dafür gibt es hier kein Geld. Also nicht, dass hier irgendwie jemand was denkt, ja. Victor Lommes, das Spiel. Das ist ein sehr interessantes ja, Adventure-Spiel. Und zwar ein Werbespiel. Man mag es nicht glauben. Damals waren die Werbespiele von Unternehmen und auch politischen Parteien weitaus besser und stärker vertreten als heutzutage. Was ich auf der einen Seite schade finde, guck mal hier. Play the Game. Beim heißen bundesweiten LBS-Gewinnspiel könnt ihr einen von 15 nagelneuen 486er DX33 PC mit 210 Megabyte Festplatte und VGA-Grafikkarte gewinnen. Ihr braucht dazu nur die folgende Frage zu beantworten: Was verbirgt sich hinter den zwei Buchstaben VL wirklich? VL heißt. Richtige Antwort auf eine Postkarte schreiben und bis 30.11.1993. Einsenden an Servicezentrale Postfach. Gibt es die Adresse vielleicht noch? In W 6080. In W, das war noch bevor die fünfstelligen Postleitzahlen gab, gab es dann halt West 6080 oder was auch immer. Eine vierstellige Postleitzahl und Ost. Ja, was. Z. Ich dachte, du hast einen Schreibfehler. Moment, Z. Lassen wir das mal hier kurz bimmeln. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ich lasse das mal hier bloß wegen der Musik kurz bimmeln. Lass mich mal kurz gucken. Lass mich mal kurz gucken. Z, sagt er. Z, Z, Z. Strategiespiel Z. Hatte ich gespielt. Ich weiß es. Uno momento. Es kann sein. Möglich, aber Uno momento. Ich beriesel euch jetzt mal kurz mit Musik da. Was ich jetzt nicht weiß, war Z. Das war ein DOS-Spiel, oder? Ich glaube, das war noch ein DOS-Spiel. Gucken wir mal kurz. Ich muss mal hier kurz in meiner Bibliothek nämlich nachgucken. Ich habe mir nämlich dafür auch ein kleines Programmchen geschrieben, wo ich mir die ganzen Sachen nämlich habe abgelegt.
Weil sonst findet man nämlich gar nichts mehr wieder. Bum, 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 bum. Ja, das, Datum, sage ich jetzt mal, ist nicht zwingend Aussagegarant dafür, ob das Spiel DOS oder Windows war. Mal gucken. Ist der Ton aus? Ja. So. Dann müsste er wahrscheinlich jetzt so umspringen hier, oder? Nee, nicht. Okay, Moment. Du hast wahrscheinlich Glück. Da installiert gerade was. Bitte warten. Bitte warten. Das machen wir dann im Anschluss. Ich mache es bloß hier in Vorbereitung. In der Hoffnung, dass es geht, weil ich ein paar Sachen... wir probieren es. Okay. Dann brauchen wir noch das hier. MIDI. Jawohl. Hat er gefunden. Audio. Ja. Ja. Ja, ich glaube, da dürftest du jetzt auch was gehört haben. Wir sind schon unterwegs. Okay. Nein, jetzt nicht. Weil das ist halt immer so ein bisschen schwierig hier. Jawohl. Und dann brauchen wir die Datei. Schwierig im Sinne von, man muss das alles vorbereiten, die Images müssen irgendwie vorbereitet rumliegen. Und das macht es ein bisschen kompliziert. Okay, hat er gemacht. Das gucken wir uns gleich an. Also du könntest Glück haben, dass das wunderbar klappt. Wisst ihr was, dann machen wir es mal wie folgt. Dann machen wir es so. Ja, schauen wir mal. So. So. Auf Wunsch von Cyber0807 Z. Hey, könntest du das Ding ausschalten? Ich habe einen Kater. Es warten zwei neue Nachrichten. Oh oh. Das ist Sort, dieser tierisch berühmte General. Erste neue Nachricht. Ihr verdammten Lahmärsche, wo ist meine verfluchte Lieferung? Sollte schon vor einer Stunde hier sein. Oh, scheiße. Zweite Nachricht. Wenn ich rausfinde, dass ihr euch wieder verpisst habt, trete ich euch in eure Rotärsche. Wir hätten schon vor einer Stunde da sein sollen. Und was jetzt? Okay, okay, alles in Ordnung. Überlad deine Schaltkreise nicht.
Lass uns einfach weitermachen mit dem Auftrag. Koordinaten rein und los! Das ist aber nicht der Weg ins rote System, du Dummbacke! Du musst an der Inorbital 66 links ab und dann an der Nordstrecke hoch! Hey, wer von uns beiden fährt hier? Ich kenne deine ganz prima Abkürzung. Hey, lass das! So, Capture Maus. Der Moment. Der will die Maus nicht capturen. Jetzt. Ah. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ob das geht dann. Gegebenenfalls muss das dein. Ich hab doch gesagt, ich weiß, wo es lang geht. Guck lieber nach vorne, du Röhrenhirn. Blutige Anfänger, Level 1. Okay, da haben wir Spiel. Und wir sind blutige Anfänger. Hier Kriegereinmarschbefehl bestätigt. Hier Kriegereinheit. Okay. Jawohl. Ende und auf. Und ich habe keine Ahnung mehr so richtig. Also bitte Vorsicht, ja. Okay, Bauer. Warte mal, haben wir hier. Hier Kriegereinheit. Granaten aufgenommen. Sektor unter Kontrolle. Fahrzeug erbeutet. Kein Problem. Es gibt keine Tasten, mit der man hier schnell. Okay. Muss man wirklich hier drüber machen. So, wo sind meine anderen? Hier. Halt. Da wollte ich nicht hin. So, ihr hier. Ja, macht mal. Den Jeep. Jawohl, kein Problem. Erstatte Meldung. Wird erledigt. Fahrzeug erbeutet. Erstatte Meldung. Sektor zum Ende und aus. Radar aktiviert. Wie konnte man aussteigen? Keine Ahnung. Wie konnte man aussteigen? Weiß das einer? Hier Kriegereinheit. Okay. Bö, bö. Erstatte Meldung. Wir marschieren los. So. Hier Kriegereinheit. Marschbefehl bestätigt. Da oben sind die Blauen. Ey. Ihr sollt euch doch hier nicht durchbomben. Also bitte. Was? Ach so. Stimmt. Einmal drin, immer drin. Was denn? Was sollen wir denn tun? Erstatte Meldung. Und tschüss. Kein Problem. Erstatte Meldung. Okay. Wir liegen unter Beschuss. So. Angriff. Wir Krieger Roboter hergestellt. Sie sind einfach überall. Hey. Jawohl. Hilfe, Hilfe. Roboter.
Wo fahren dahin? So. Da ist schon er weg. Huch. Capture the flag. Zumindest ist das Setting halt mal ein anderes und dementsprechend weitaus nicht Command and Conquer lastig. Ja. So, da, mach den mal an. Mach den platt. Jetzt. Jetzt will er es wissen. Oh. Na. Ist aber nicht in Ordnung, was er da macht. Okay, der baut. Einer ist übrig geblieben. Dahin. Dahin. Ihr da drüben hin. So. Da gab es doch noch, noch eins. Wie hieß denn das? Irgendwas mit Schweinen oder so, ne? Oh. Irgendwie bin ich zu langsam, kann das sein? Ja, doch. Was? Warum verliere ich denn hier? Mann, oh. ja, super. Hergestellt. Das ist immer gut. So. Toll. Ich warte die ganze Zeit, dass sie produziert sind. Genau, Frontschweine, Swine. So, damit sind wir so gut wie tot. Oder wirklich tot. Wer weiß das so genau? Das ist aber ein freundlicher Zeitgenosse. Ja, so viel dazu. Ich habe viel Aulo an. ja. Steuerung? Achso, wäre hier gewesen. Das wäre jetzt Z gewesen. So ein bisschen zurückerinnern konntest du dich wahrscheinlich. Aber da ist jetzt die Frage. Wobei, ist das die Frage? Nee. Da muss ich jetzt mal nach dem Jahrgang fragen, Cyber. Wäre wahrscheinlich mal interessant, den Jahrgang zu erfahren. Was hatten wir denn? Genau. Wir hatten das. Ach so, interessante Spiele zum Beispiel. Wir packen uns das hier mal hin. Und zwar Rollenspiele aus der Zeit.
So weit her ist das nicht. Ich muss jetzt kurz gucken. Das war 1995, genau, Interplay. Und zwar nennt sich das Spiel Stonekeep. Es ist noch käuflich er zu erwerben. Bei GOG ist es holbar. So. 1987 Frontschweine oder was? Ach so, Baujahr 87, Entschuldigung. Es sind ja ein paar Jahre mehr als vom Cheeseburger Foodie. Oh, wie aufwendig damals die Firmenlogos präsentiert wurden, ja? Das ist Wahnsinn. Ja, mit 87, ja, da hat man zumindest als junger Bursche oder Mädel, je nachdem, definitiv, wie soll ich sagen, die Sachen erleben dürfen. Z auf alle Fälle. Danke, meine Dame. Sehr aufwendige Produktion. Oh. Darf ich dir einen anbieten? Den hier vielleicht? Oder vielleicht diesen hier? Danke. Hahaha. Ich glaube, sie liebt mich. Oh, schrecklicher Drache, ich vernichte dich im Namen Elisabeths, dem Feenmädchen. Oh. Weg ist die Burg. Zehn Jahre später. Drake kehrt zurück. Und unsere Seele ist weg. So einfach kann man die Seele an eine holde Maid Nimm verlieren. diese Artefakte, um deine Suche zu erleichtern. Der mystische Spiegel des Afre wird deine Sehkraft stärken. Und Aquilas Schriftrolle wird aufbewahren, was auch immer du findest. Moment, hüp. Ich will. Ach so. Okay. Irgendwie. Die Mäuse sind hier sehr empfindlich.
So, gucken wir mal. Das ist Stonekeep. Stonekeep ist ein... Ja, wie würde man das vergleichen? Ein Dungeon-Crawler... Schieß mich tot. Ja, Dungeon-Crawler-Spiel. Und, das Krasse ist, dass halt diese ganzen Gänge vor, ich würde mal sagen, berechnet gerendert sind. Hüte dich vor Kulkums Schergen. Bewaffne dich. Ja, das werden wir auch machen. Finde die Treppe, die nach unten führt. Jawohl, ja. So, wir müssen also jetzt so ein bisschen Bewaffnung finden. So viel dazu hier. Irgendwie springt die Maus gerade. Und Ziel müssen wir natürlich auch. Komm. Ey. Warum haben wir denn immer mit der Maus so ein Mega-Problem? Machen wir das so. Dann lassen wir sie nicht fangen. Obwohl jetzt... Naja, mehr oder weniger. So. Dann war das Einfangen doch nicht gerade der beste Teil. So. Hier haben wir nichts. Oh, hier ist eine Truhe. Was haben wir denn? Etwas zu trinken. Was die genau macht. Heilung war das, okay. Was haben wir noch hier drin? Eine Rolle. Schauen wir uns an. Kochzen. Okay. Lagern wir mal ein. Was haben wir noch? Ein Messer. Gut. Ich glaube... Mehr ist nicht drin. Was ist das hier? Nehmen wir mal mit. Schaden kann es nicht. Aber wir brauchen noch ein paar Sachen. Wir müssen aber noch irgendwas anderes finden. Wobei... Da ist das Vieh. Was stand denn hier eigentlich da? Aha, okay. So, wir folgen diesem hübschen Licht. Und da ist die Treppe nach unten. Huch! Okay, na dann. Kulkum, freu dich nicht zu früh. Mein Retter wird dich besiegen. Deine Gefangenschaft ist nur der Anfang. Du bist mir einmal entflohen, du sollst mir nicht nochmal entkommen. Jetzt habe ich dich und werde auch den Rest noch finden. Zurück in deine Zelle. Oh oh. Es ist töricht, ihm zu vertrauen, Tera. Ich werde dir beweisen, dass du nicht an deine läppischen Sterblichen glauben solltest. Fort mit dir! Sterblicher begreift, dass deine Seele in meinen Händen liegt. Die Gezeiten des Schicksals werden dich nicht retten. Okay, okay. Dass wir uns wieder treffen werden. Bis dahin, gib acht, denn mein Zorn ist mächtig. Er hätte uns doch jetzt platt machen können, oder? Jetzt mal im Ernst, er hätte uns doch jetzt platt machen können. Warum hat das nicht getan? Warum hat er uns nicht platt gemacht? Hier schleicht doch irgendwas. Ach, da. Komm, mach alle. So.
Genau. Ist noch einer? Hier ist doch noch einer. Wo ist er? Wo ist er? Abgehauen. Da ist er. Zwei. Komm, 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 komm. Hier ist eine Tür. Gucken wir mal rein. Abgeschlossen. Ah. Ich glaube, uns geht's nicht so gut. Ich glaube, wir sind gestorben. Und wir haben keinen Speicherstand. Schön. Ja, oder weniger schön. Das. Ja, ja. Ja. Der mystische Spiegel des Afrey wird deine Sehkraft stärken. Und Aquilas Schriftrolle wird aufbewahren, was auch immer du findest. Gut, also im Prinzip, das Verfahren ist klar, nehme ich mal stark an. Also wir haben einen Kompass, wir haben, das ist der Spiegel. Das wären die Lebenspunkte gewesen, okay. Und können halt komplett hier durch das Areal durchlaufen. Hüte dich vor Kulkums Schergen. Bewaffne dich rasch. Finde die Treppe, die nach unten führt. Gut. Storymäßig ist das sehr ausgediehen. Es ist auch, soweit ich mich erinnern kann, sehr lange Spielzeit. Ich selber habe es angefangen zu spielen. Und habe aber eher die Lust verloren, weil da hatten andere Spiele doch eher den ja, erfolgversprechenden Faktor. Fand ich schade zwar, weil das Spiel wirklich technisch sehr gut umgesetzt ist, aber es fehlte dann irgendwann die Langatmigkeit. Ist wirklich schon ewig her. Deswegen schade, schade. Aber was will man machen? So, beenden. Ja. Was wir vorhin angefangen hatten, führen wir mal weiter. Promotion Software. Ich hatte ja gesagt, es gab sehr viele Spiele, die letztendlich Werbespiele waren. Also die waren Spiele mit sehr hohem Niveau und die aber letztendlich kostenlos rausgehauen worden sind auf Diskette, beiliegend bei Zeitschriften oder eben halt dann auf CDs und die zwar ja logischerweise einen werbenden Effekt hatten oder haben sollten, aber ja, was soll ich sagen? Man durfte sie ja trotzdem spielen oder konnte sie spielen. Es war ja jetzt nur nicht verboten. Ja. Okay, hier war die Mitmach, das Mitmach-Dings. Ach, da steht's ja. Ich habe ja vorhin gesagt, hier West und Ost, W6080 Groß-Gerau. Und da steht in Klammern ab Juli neue Postleitzahl 64501. Schön. Das war genau zu dem Zeitpunkt. Bei dieser Adresse könnt ihr euch gleich für ein eventuelles Upgrading oder eine Fortsetzung des Computerspiels vormerken lassen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 486DX33. So. Wenn ihr Fragen zu diesem Spiel habt, dann ruft die LBS Hotline an. Ich glaube, die hätten sich gefreut heutzutage. Obwohl. Scheiße, es ist nicht 16 bis 18 Uhr. Soll man sich mal den Scherz machen? Da, wenn der Sparkasse anrufen. Das wäre. Ich habe einfach Fragen zu Victor Loves. Das wäre schön. Okay. Das ist Victor Loves.
Was für eine Nacht! Was haben wir denn gemacht in dieser Nacht? Mein Autoschlüssel. Okay. Wasserspender. Gott sei Dank, ich habe dran gedacht, sie zu gießen. Das ist gut. Heizung. Die ist aus. Es ist warm hier draußen. Papierkorb, was haben wir denn da drin? Mal wieder gerammelt voll. Aber zum Ausleeren habe ich keine Lust. Eine Pistole. Dahin. Eigentlich ja nur ein getarntes Feuer. Oh Gott. Ein völlig normales Telefon. Aschebeche. Den brauche ich nur noch für Besucher, seit ich das Rauchen aufgehört. Gute Entscheidung. Ich bin auch seit 9 Monaten clean. Lampe. Sie ist aus. Dann machen wir sie an. Jetzt ist sie an. Schön. Papier. Ein paar Bögen Papier. Nehmen Sie mit. Wer weiß, wann man ein Pass mitnehmen. Das ist unser Pass, oder? Diesen gefälschten Pass habe ich mir 1923 in Burma machen lassen. Aha, gefälscht noch. Und sowas vermitteln Computerspiele? Oh mein Gott. Ein Schrank, der sieht aber nicht gut aus. Darin bewahre ich alle meine Akten auf. Und Quellen schon raus. Ständer. Was soll schon dran sein? Ein ganz banaler Kleiderständer. Ja. Mehr sehe ich jetzt hier aber auch nicht. Nö. Wir könnten das Telefon benutzen. Wen sollte ich bloß anrufen? Das ist die entscheidende Frage. Tinte, nehmen wir mit. So. Ja, mehr haben wir nicht. Dann raus mit dir. Wohin auch immer wir müssen. Bam, bam, bam. Aufmachen. Und ab zur Straße. 2 andere von den Werbespielen, die kann man bei mir in dem Let's Play gucken. Die fallen unter Let's Retro, habe ich die geschmissen in der Playlist. Das ist ja Captain Gysi. Da gab es dann halt mal mit Gregor Gysi als Parteichef der Partei PDS damals noch Computerspiele. Sehr interessant, wenn auch stellenweise sehr verstörend. Aber trotzdem. Kann man sich wirklich mal angucken. Ich glaube, die sind auch an einem Stück durchgespielt worden, die Dinger. Eine Tüte. Die nehmen wir uns mit. Vollgestopft mit Zetteln und das Ding. Achso. Wahnsinn, es sind hunderte von Aktien drin. Oh. Away-Aktien im Dutzend billiger. Okay. Da ist eine Tür. Wie jeder andere auch. Warum soll ich in fremde Häuser eindringen? Jawohl. Dann nehmen wir mal seinen Wagen hier. Bam, 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 bam. Ich weiß gar nicht, wo ich hinfahren soll. Okay. Ja. Mein guter alter Chevrolet 11 CL. Ja, wenn wir nicht wissen, wo wir hinfahren. Da ist eine Zeitung. Bum, 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 bum. Diamantenraub im Museum of Ancient Art. Chicago. Im Museum gab es gestern einen spektakulären Diamantenraub. Gerüchten zufolge steckt der bekannte Gangsterboss Wild Bill hinter dem Verbrechen. Das FBI leitet die Ermittlungen. Cool. Wild Bill? Dem gehört doch diese verruchte Bar in der 79. Straße. Na, jetzt wissen wir wenigstens, wo wir hinfahren. Bam, bam. Auf zu Wild Bills Bar. Wild Bills Bar. Wild Bills Bar.
Also man merkt eigentlich schon zumindest ein Zuhause. Das Thema ist drin in dem Spiel. Zukunft, ein Zuhause. Also ein Spiel, was sich meines Erachtens nicht verstecken musste und eigentlich auch heute noch nicht so richtig muss. Bühne, was werden wir da sehen? Tolle Show, was für eine Sängerin, was für ein Saxophon. Ach, das ist ein Saxophonspieler. Bardame. Ein Gast und das ist bestimmt, nee, ist auch ein Gast. Hallo, Madame. Womit kann ich Ihnen dienen? Wie wäre es mit uns beiden? Gute Idee. Fragen Sie doch mal nach Feierabend. Oh Gott. Wann haben Sie denn Feierabend? Falsche Frage, Sonny Boy. Sie müssen fragen, wer ist Feierabend? Wer ist Feierabend? Unser Rausschmeißer. Er heißt so, weil er nach der Bekanntschaft mit seinen Fäusten Feierabend ist. Huch. Ah. VL, das Spiel. Unten stehen die Menüs. Oh, cool. Obwohl VL das Spiel schon mit weniger als 500 Kilobyte funktioniert, solltest du dem Programm möglichst viel freien Speicher zur Verfügung stellen. MS-DOS ab 5.0 oder DR-DOS ab 6.0 sind empfehlenswert. Für vollen Spielgenuss empfehlen mindestens einen 386er 25 MHz 600 KB freien DOS-Speicher und einen Festplatten-Cache. EMS wird von diesem Spiel nicht unterstützt. Cool. Komme ich jetzt hier wieder zurück? Ja. So. Einen doppelten Scotch, bitte. Sie wissen genau, dass ich das nicht habe. Ach so? War doch nur den Versuch wert. Hauptsache, sie rufen nicht laut, eine Lokalrunde Whisky auf mich. So blöd wäre ich gerade noch. Aha, wieso? Gibt's hier kein Alkohol? Ein O-Saft, bitte. Und den gibt's tatsächlich. Hier, bitte. Den stecken wir ein. So, weiter. Ich möchte den Wild Bill sprechen. Hallo, Madame. Womit kann ich Ihnen dienen? Ich bewundere gerade Ihr Kleid. Und lass mich wieder ablenken. Kleid? Wieso Kleid? Das ist deine Schürze. Sehr kleidsam. Aber sie ist voller Flecken. Für mich ist es Haute Couture. Ich fürchte, Sie wollen mir speicheln. Aber nein, ich sage die Wahrheit. Tihi. Ich hielt sie gar nicht für so einen Trenchcoat-Trottel. Toll. Okay. Wild Bill. Sind Sie sicher? Ja, warum fragen Sie? Sie haben so ein ehrliches Gesicht. Und? Das passt normalerweise nicht zu Wild Bills Freunden. So? Es ist wohl besser, Sie gehen wieder. Sonst machen Sie womöglich tatsächlich noch mit Wild Bill Bekanntschaft. Wäre das so schrecklich? Für mich nicht, für Sie vielleicht auch nicht. Aber für Ihre Hinterbliebenen wohl schon. O-Saft haben wir schon, bis später. Oh, die Tür geht auf, wer ist das? Tipp, 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 tipp. Der setzt sich zum Gast. Daneben. Rachel, was kriegst du dir eigentlich zusammen? Hör sofort auf mit diesen rührseligen Stücken. Die Leute wollen was Fetziges hören. Also sing was anderes oder du fliegst. Elender Banause, das lasse ich mir nicht bieten. Und weg ist sie. Lieber gar keine Musik als dieses Gequake. Ich glaube, das ist Wild Bill. Ich glaube es. Ich hab's im Urin. So behandelt man keine Lady, Mister. Wer hat dich eigentlich reingelassen?
Die Tür stand offen, gestatten. Victor Lummes, mein Name. Also, was willst du, du Armleuchter? Mir hat die Musik gefallen. Da bist du wohl der Einzige. Immerhin. Nun zählt dein Geschmack hier leider gar nichts, Kleiner. Deine Drinks hier sind lausig. Dann geh woanders hin. Ich gehe dahin, wo es mir passt. Hier gibt's eine eiserne Grundregel. Wer sich beschwert, der fliegt raus. Ich fürchte, du hast dich eben gerade beschwert. Ja. So, wir sind freiwillig rausgegangen und nicht geflogen und kommen mit dem Auto wieder an. diese Schmach lasse ich nicht auf mir sitzen, indem wir freiwillig gegangen sind. Ja, worauf ich letztendlich hinaus will. Ich zeige euch auch noch ein paar andere. Ich speichere mal das ab. Ich habe so ein Gefühl, dass die Spiele sich von damals überhaupt nicht verstecken mussten, auch wenn es Werbespiele waren. Ich guck mal, ob das geht hier.